Hier bin ich früher als Kind mit dem Fahrrad oft zu Oma und Opa gefahren. Das ist Ilberstedt. Ein kleines Dörfchen in Sachsen-Anhalt. Ziemlich genau zwischen Halle und Magdeburg. Und fahre jetzt quasi von meinen Eltern nach Staßfurt. Laden. Das mache ich jetzt in Staßfurt zum zweiten Mal. Hab dann für nächste Woche schon eine Tour von Staßfurt aus und für übernächste Woche auch. Vielleicht für nächste Woche sogar zwei, je nachdem wie ich das schaffe. Und vielleicht wird da was Festeres draus. Wäre schön, weil ich genieße das momentan, jetzt auch zum zweiten Mal, bei den Eltern zu sein. Abends. Gestern konnte ich in Staßfurt nicht laden. Deswegen habe ich dann relativ früh dort abgebrochen, weil die haben eine sowas wie eine Inventur gehabt und von den vier Kränen oder sagen wir mal Liften intern zur Warenbereitstellung, zur Beladung der LKW ging nur einer. Und da war ein Riesenchaos auf dem Parkplatz. Da habe ich gesagt, komm, gib mir einen Termin morgen früh. Ich war jetzt entspannt zu den Eltern und leg mich in den Pool und mache einen entspannten Nachmittag. Und das war so schön, Leute. Ich habe mir dann mein Klapprad geschnappt, ein LKW irgendwo abgestellt, mein Klapprad zu den Eltern, dann erstmal im Pool rein, bisschen Kuchen und dann ging es direkt mit dem Klapprad nochmal eine kleine Besichtigungstour durch Bernburg und es war so schön. Ich glaube, das war den Opfern des gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs gewidmet. Ist die Welt noch in Ordnung? Und ach, war einfach schön, war super entspannt. Hier hinten hatte mein Opa auch hier so ein Feld. Da haben wir, da weiß ich noch, Zuckerrüben geerntet. Also, naja, er. Ich glaube, ich habe ihn nur aufgehalten. Und eine schöne Erinnerung. Und bei so einem Wetter, ne, also Mitte, Ende Juni, diese Morgensonne, das Licht, das ist so schön. Ist noch nicht so viel los auf den Straßen. Jetzt muss ich hier mal gucken, ich lege euch mal vorne rein. Ich muss aufpassen, die Liftachse ist wieder oben, weil ich habe nur 2 Tonnen hinten drauf. Und zwar hinten auf dem Auflieger, auf den hinter der Achse eigentlich noch, hinter der letzten. Deswegen auch so ein bisschen Popo-lastig. Andererseits, oh, könnte es auch vom Drehpunkt her anders sein, besser sein. Das ist halt nur so ein Kreisverkehr, wenn man ein bisschen weiter rausholen. Der hat sich dann wie so ein amerikanischer Truck. Außer natürlich, dass die Zugmaschine einen kurzen Radstand hat. Also jetzt hier beim Ami, also das stelle ich mir echt schwierig vor, hier durch unsere Kreisverkehre zu kommen. Du siehst ja manche, die fahren hier so eine Laster. Und wenn du dann vorne an der Zugmaschine Doppelachse und dann die Lenkachse noch so weit vorne durch den Hauber hast, also das ist bestimmt spaßig. Also vielleicht kann sich mal jemand äußern, der so ein Hauber mal gefahren ist. Hier gibt es auch Scania 3-Achser, weil die noch nicht so lang sind wie die Amis, weil da fehlt ja hinten der große Sleeper dran. Die haben halt durchaus noch mal fast einen Meter mehr Radstand. Jetzt geht es hier über die A36, früher mal die B6N. Das gab es alles gar nicht, als ich klein war. Aber hier so ungefähr diese Straße, die gab es schon. Also jetzt nicht mit dieser Brücke. Und jetzt lassen wir nochmal meinen Kaffee schmecken. Ich habe mir jetzt so ein Holzstückchen ein paar eingezwackelt an der Tankstelle. Weil ich habe eine eigene Kaffeesahne, ich bestelle mir eigentlich immer nur Kaffee. Dann mache ich hier diese schöne Kaffeesahne rein, die besteht aus Kaffeesahne und hier dieses Milchmädchen-süße Zeug. Das ist also ein bisschen dickflüssiger und die musst du schön einrühren und dann
ist es ein Genuss sondergleichen. Ja. Ist nicht zu süß, das mag ich dann auch nicht. Mag ich auch keinen Zucker, Tee oder Kaffee. Aber es ist unterstreicht durch die Fette die Note nochmal. Das ist sehr, sehr lecker. Kann ich nicht mehr abladen, also geht es runter Richtung Dietzenbach, Worms. Ich habe da drei Abladestellen und Schwetzing. Und das ist nur bis 15 Uhr abladen. Das ist illusorisch, dass ich das schaffe. Vielleicht eine zum Schluss, aber ansonsten habe ich mich schon darauf eingerichtet, dass ich dann von 16 oder 17 Uhr bis 7 Uhr morgen früh Pause habe. Da werde ich mal das Video schneiden, was ihr dann schon gesehen habt, wenn ihr das hier seht. Wahrscheinlich über Hof runter Richtung Frankfurt. Das wird wieder ein Gekrabbel die Berge hoch dann. Eieiei, da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber was willst du machen? Rennen können wir nicht fahren. Und dann ist es halt so. Ich hoffe, er schmeißt keinen Fehler, weil er geht am Freitag in die Werkstatt. Und dann werden wir nochmal auslesen, was für ein Fehler. Motorensoftware-Update kriegt er nochmal. Dann gucken wir mal. Weil der Fehler kommt wirklich nur im extremen Lastbereich, wo er wirklich lange, lange Kraft liefern muss. Also lange Steigung Kasseler Berge hinter der Blitzanlage Richtung Kassel hoch. Da, wenn er da richtig lange mit 40 Tonnen schaffen muss, dann wirft er den Fehler. Und ich glaube nicht, dass es am Sensor liegt. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber dann schauen wir mal, was da los ist. Also ich habe nichts am Auto gemacht, der hat auch kein Tuning oder sonst irgendwas bekommen. Also ich habe den so, fahre den so, wie ich ihn übernommen habe, von der mal top used. Und schauen wir mal, dass wir da mal mit dem Problem auf den Kern kommen. Wetterchen ist doch schön. Das ist, also so kann man leben. Auch gestern mit dem Pool, aber ich war so erfrischt, das war so herrlich. Ich überlege, ob ich einen Teil der Last der Ladefläche hinten im Sommer nicht reserviere für einen Pool, wo man hinterkrabbeln kann und dann baden gehen kann. Ja, das ist, ja, ich glaube, das mache ich. Lass ich Bahnen schwimmen, also mache ich 10 Meter Pool, dann habe ich noch 3,6 Meter rüber für Ladefläche. Das gucken, wo ich mit der Last des Wassers hinkomme. Aber wird's halt, dann ist es halt nicht mehr besonders erträglich oder einträgliches Geschäft. Außer ich darf Zigarettenschachteln irgendwo hinfahren. Jemand bezahlt mir das. Lediglich. Ja, ich habe gestern nicht gut geputzt. Aber ich habe einen Pool dabei und ich kann meine Bahn schwimmen.
sagt er dir schon, wo es im Moment liegt. Beziehungsweise in dem Moment des Bremsmoments. Wieder die
Druckbehälter hinten mal in den Griff und gucken, ob da Kondenswasser drin ist. Hab das letzte schon gemacht, war noch komplett leer. Weil die ist immer beim Bremsen dann dieses Abblasen. Innerhalb der 24 Stunden dann eine große Unterbrechung nehmen, Fahrtunterbrechung, 9 oder 11 Stunden. Und da muss ich schon drauf achten. Die Pausenzeit, halt nicht die Fahrpausen, ne, sondern die Arbeitspausen für die Arbeitszeit, da muss ich nicht so drauf achten, weil das hatte ich alles schon mal erklärt. Aber das ist mir trotzdem halt mit der 9er Pause bzw. 11er Schlafpause, das ist mir davon gelaufen. Ich wollte dann auch nicht stundenlang da stehen, wenn die Eltern 20 Kilometer entfernt sind. Da ist dann angenehmer, wenn ich sage, oder ich kann es mir erlauben zu sagen, dann komm, ich fahre jetzt hier, mach eine schöne große Pause bei den Eltern, hänge mich in den Pool rein, fahre ein bisschen mit dem Fahrrad rum, komme ein bisschen runter. Bisschen c'est la vie, ne? Und lass mir dann lieber für heute Morgen Slot geben und hoffe dann, dass die das gestern Abend noch im Griff gekriegt haben und dass ich heute dann ganz normal laden darf. Heute die Pause, wenn ich dann nicht mehr abladen kann, nach 16 Uhr ist jetzt auch nicht schlimm. Ich wollte sowieso noch ein, zwei Sachen hier am LKW gucken. Und dann kann ich mir da ein bisschen Zeit nehmen. Da suche ich mir irgendwo ein Plätzchen, wo man schön stehen kann. Ich habe so einen großen Megaparkplatz. Und das ist hier rechts. Ja. Dann kann ich da ein bisschen was fertig machen. Massiver Felsen, als würde da ähnlich wie in Alpen dann eine Gebirgswand hochkommen, aber es ist eine Wolke. Das sieht auf der Kamera bestimmt nicht so spektakulär aus, aber
so mit dem Auge gesehen ist das sehr faszinierend. Gerade jetzt hier auf der A5 runter Richtung Frankfurt. Und da mache ich dann noch Pause für heute Abend. Wir haben jetzt 20:36, so bis 21 Uhr circa darf ich noch. Und das nutze ich auch voll aus und fahre hier irgendwo rechts runter und stelle mich dann in die Pampa und werde erstmal einen Wasserkanister vorholen, Waschlappen, und dann werde ich mich richtig abwaschen. Da drüben sieht man es nochmal. Kann leider jetzt hier mit dieser Action Cam da nicht ranzoomen. Ist auch beim Fahren nicht so sinnvoll, aber sieht toll aus. Kurt-Schumacher-Brücke bei Mannheim, die vollgesperrte. Da habe ich einen Ladetermin jetzt. Oh, dieses Radio. Und schön in der Abendstimmung. Nochmal 20 Tonnen laden und dann geht's nach Hause. Ja, schön, oder? So, jetzt will ich auch noch nicht zu weit fahren. Weiß, wo die was haben, aber es wird vermutlich da hinten sein, weil hier ist nicht zu laden. Waschlappen, Wasser, Seife im Sommer Gold wert. So, vorne ist eine Baustelle. Gut aus die Brücke, was machen sie denn hier? Mich erstmal hier dahinter irgendwie hinstellen. So, okay. Dann genießt noch mal kurz den Blick hier und dann weiteres später.